Guten Morgen. Ich bin jetzt relativ früh aufgestanden, habe einen Kaffee getrunken, habe gefrühstückt und werde mich jetzt ein bisschen Takayama umgucken. Also ich habe mit meinem Bettnachbarn gesprochen und der meinte, Takayama ist jetzt nicht so sehenswert. Da gibt es vielleicht einen Tempel oder so. Auch diese Innenstadt, die wohl aus ganz vielen Häusern besteht, aus Holz, so also richtig schönem Eichenholz oder sowas. Das ist auch nicht so toll, hat er gesagt. Naja, und deswegen werde ich mir halt nicht so lange aufhalten, mir lieber dann Zeit nehmen für den Strand und so weiter. Und wie ihr seht, habe ich es überlebt und das war wirklich nett. Auch wenn es halt so ein Jugendherbergen-Style-Dingen war. Für 6 Personen. Wobei wir nur zu zweit waren, das natürlich total cool war. Ja, und mal schauen, wie es weitergeht. Ciao. Ich gehe gerade durch so eine total gute, gut riechende Einkaufsstraße. Die ganzen Gebäude sind halt aus Holz. Und hier riecht es einfach hier nach Weihrauch. Das ist wirklich total angenehm. Ich bin hier gerade durch den dicken Berg heraufgelaufen, um zu so einem Park zu kommen. Und von hier hat man schon eine schöne Aussicht. Aber es geht noch ein bisschen höher. Mal gucken, was mich da erwartet. Wobei ich schon ganz gut aus der Puste bin und ich merke, dass ich von gestern noch Muskelkater habe. Weil die Berge doch irgendwas in sich hatten. Urwald, Hilfe! Jetzt bin ich oben angekommen. Und wird noch nicht mal der tollen Aussicht belohnt, weil hier überall Bäume rum erwachsen sind. Aber wie ist das eine Sache, kann ich machen. Ich habe voll Respekt vor japanischen älteren Leuten, weil ich jetzt hier den Berg raufstolziert bin. Bin Platz für dich und so eine ältere Omi läuft hier einfach locker flockig hoch. Die hat zwar einen Gehstock dabei, aber. Ohne Probleme. Und jetzt hier noch freundlich gegrüßt und so. Unglaublich, die Japaner, die sind topfit. Also ich bin jetzt gerade jetzt in der Innenstadt von Takayama, weil ich gerade halt den Berg wieder runtergegangen bin, der im Endeffekt dann doch eine schöne Aussicht hatte. Und jetzt habe ich hier so einen ganz typischen japanischen kleinen Kindergarten mit ganz vielen kleinen japanischen Kindern. Total süß. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber die sind total cool und ulkig. Vor allem haben die so quietschige Stimmen. Das ist also japanisch ist eh schon lustig. Und dann mit der quietschigen Stimme zusammen, dann ist das echt lustig. Hallo Leute. Hallo Leute, ich lasse es. Also es ist jetzt kurz nach 10 und ich lasse es mir schön gut gehen mit lecker Calamaris-Chips oder sowas und einem guten Bier. Also wahrscheinlich ohne Alkohol, weil da Zero drauf steht, aber die hat mich ja gleich überzeugen. Das Bier hat sich als leicht anderer Alkohol entpuppt. Ich weiß noch nicht gerade, was es war. Es könnte irgendwie sowas Gin-mäßiges gewesen sein oder so. Dementsprechend habe ich das natürlich auch getrunken. Nein, also ist auch nicht so stark gewesen, aber ich war jetzt eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich Chips und Bier trinken wollte. Naja, was soll's. Glatten netten Schweden den Weg gewiesen. Ha. Ich bin voll der Checker. Ich kenne jede Stadt auswendig, Alter. Krass, Mann. Also, um das mal zusammenzufassen. Takayama heißt es hier. Toyama bin ich gleich. Takayama ist wirklich ein Tag ja, sag mal, wert, wenn man sich ein bisschen entspannen möchte. Man kann hier wirklich in diesen ja, kleinen Berglandschaften ganz gut spazieren gehen und sich auch in der Stadt ein wenig berieseln lassen von irgendwelchen Souvenirshops. Oder ähnliches. Also wenn man wirklich mal einen ruhigen machen möchte, dann kann man hier wirklich entspannen und ja, obwohl wir mitten in der Stadt sind, ist die Luft auch wirklich total angenehm. Ist halt ein bisschen Bergluft. Ich glaube, wir befinden uns gerade auf 600 oder 700 Meter Höhe oder sogar noch höher, ich weiß gar nicht so genau. Also alles in allem Takayama besuchen, falls man sich entspannen möchte. Tja, der Kevin dachte, er könnte one way to Toyama fahren. Nach Toyama fahren. Aber jetzt hängt er hier fest in Inotai und ich muss jetzt mal hoffen, dass er gleich kommt, damit ich hier aus der schönen Bergkette endlich mal rauskomme. Ich meine, ich finde die Berge ganz toll, aber langsam will ich mal zum Wasser, zum Meer. Ohne Witz, hier habe ich gerade meine Karte mal rausgeholt, um zu gucken, wo ich bin. Aber dieses Städtchen, also Inotai, das ist nicht auf der Karte eingezeichnet. Das heißt, ich bin im Augenblick ein bisschen aufgeschmissen, habe keinen Plan, wo ich bin.
Naja, aber der Zug sollte wohl irgendwann mal kommen. Ja, weil ich mich halt umgucken wollte, weil ich gerade so viel Zeit hatte, bin ich jetzt rumgelaufen. Ich bin auf einer coolen Brücke gelandet, denn die ist ein bisschen, also ein paar Meter tief. Und hier die Berglandschaften, ich habe mich was angeguckt. Die Berge sind hier so auf 600, 700 Meter Höhe. Da hinten 1000, ich glaube 100, 200 ist das Maximum. Also ich komme so langsam in die, sag mal, flache Landschaft. Und ich gehe davon aus, dass hinter diesem Berg da auch schon Toyama steckt, weil ich unterwegs ein Schild gesehen hatte, wo dran stand, dass Toyama 30 Kilometer entfernt ist. Und das sollte im Zug nicht länger als eine Stunde dauern. Dementsprechend bin ich in genau einer Stunde in Toyama und werde mich hoffentlich bei richtig geiler Sonne einfach mal in den Sand und ins Meer schmeißen können. Wow! Time for some Outsider Town. Scheiße, ich wurde gerade fast Bett gefahren. Nachdem ich jetzt das Ryokan bezogen habe, geht's ab an den Strand. Ich sehe den Meer schon, aber ich will das euch mal vorenthalten. Bis zum nächsten Cut. Nun bin ich da und sehe da, ein Meer öffnet sich vor mir. Jetzt gleich erstmal schön rein ins Wasser und danach ein bisschen chillen in der Sonne. Also ich bin jetzt hier direkt am Wasser. Es ist vielleicht nicht wirklich schön, das ist kein schöner Strand. Vielleicht hätte ich mir eventuell ein anderes Fleckchen suchen sollen, aber es ist auch im Endeffekt egal. Das Wasser ist Badewannenwasser warm. Es ist total angenehm geil und ich freue mich jetzt gleich richtig auf die Dusche. Nach so einem ruhigen Tag habe ich mir das jetzt echt verdient. Und ich bin gerade überlegen, ob ich eventuell morgen auch nochmal morgens hier zum bisschen abkühlen komme und danach weiterfahre nach Kanazawa. Wobei das sich heute Abend erst herausstellen wird, weil ich erstmal gucken muss, wie viel Zeit ich brauche für Kamazawa und Einheiji. Und dann muss ich halt herausfinden, wie das aussieht mit dem ganzen Schlafen. So eventuell fahre ich direkt nach Kyoto durch, deswegen, das wird alles noch in den Sternen stehen. Aber wie gesagt, zum Augenblick relaxe ich. Und ja, mir fehlt ein bisschen. Wäre ein bisschen mehr Action hier am Wasser. Aber das Wasser ist verdammt salzig, also holla die Waldfee. Hi Leute, also eigentlich hatte ich das noch nie. Aber ich habe schon irgendwie Heimweh nach euch. Also klar, ich bin jetzt 7 Tage unterwegs gewesen, habe jede Menge Bekanntschaften gemacht, auch gestern halt der Holländer, beziehungsweise heute. Aber ihr fehlt mir irgendwie. Ich meine, ich werde jetzt nicht heulen oder so, aber auch wenn es hier wirklich Spaß macht und ich hier wirklich eine richtig coole Zeit erlebe, ich freue mich schon zu Hause. Ja, hier sehen wir meine kleine Bootausstellung in Japan. Ich habe sie schon mal hinverfrachtet, weil ich ja vorhabe, demnächst eine dicke Party zu schmeißen. Und dann hat jeder ein eigenes Boot und dann können wir eine Riesenparty auf dem Meer machen. Also, ne, wisst ihr Bescheid. Bütchen sind schon da, müssen wir vorbeikommen. Ciao! Ist, dass ich gerade von dem Strand enttäuscht war und ich jetzt den eigentlichen Badestrand gefunden habe, der auch viel gepflegter ist und um einiges besser aussieht. Na gut, man lernt ja mal aus Fehlern, richtig? Trying.